Willkommen zur Coffee Lecture 5S Data. Setz dich auf deine 5 Buchstaben und organisiere deine Daten. Mein Name ist Kevin Lang und ich bin die Kontaktstelle für Forschungsdatenmanagement an der Bauhaus-Universität Weimar und ebenfalls Mitglied des Thüringer Kompetenznetzwerks Forschungsdatenmanagement. Bevor ich nun die Schritte des 5S Data Modells vorstelle, möchte ich zuerst auf dessen Ursprung eingehen. 5S entstammt aus dem Konzept des Kaizen, was so viel bedeutet wie die Handlung, Schlechtes besser zu machen. Diese japanische Firmenphilosophie wurde bereits in den 50er Jahren von Toyota durchgesetzt und ist gegen den 2000ern in den 5S-Schritten publiziert worden. Diese lauteten Saeri, Saitong, Saiso, Saiketsu und Shitsuke. Natürlich kann man außerhalb des asiatischen Raums nur wenig mit diesen Begriffen anfangen. Deswegen wurde auch sofort ein englisches Äquivalent gefunden mit Sort, Set in Order, Shine, Standardize und Sustain. Ebenfalls existiert eine deutsche Variante, hier hat man allerdings anstatt den S den Buchstaben A als Anfang der Phrasen verwendet und daraus ist entstanden Aussortieren, Aufräumen, Arbeitsplatzsauberkeit, Anordnung zur Regel machen und alle Punkte einhalten und verbessern. Diese 5 Methoden wurden nicht nur von Toyota, sondern später auch von anderen Unternehmen übernommen, wie zum Beispiel Boeing oder HP. Allerdings haben diese nicht nur für die Produktionssysteme, sondern auch für Verwaltung oder auch Sicherheitsrichtlinien verwendet. Man hat also schnell erkannt, dass die 5S-Methodik für alle möglichen Arten von Projekten verwendet werden kann. Und so hat auch 2019 die University of Helsinki den Bezug zu Forschungsdaten geschafft, indem sie selber eine Webseite dazu kreiert haben, aber auch Anfang 2020 ein Poster dafür bei der RDA eingereicht haben. Unser Netzwerk hat in 2020 verschiedene kleine Workshops durchgeführt, die auf 5S Data Bezug genommen haben. Aber vom 18. bis 22.01.2021 haben wir auch selber die 5S Data Week ausgerufen und jeden Tag einen dieser Schritte ausführlich erklärt und sogar mit einem Comic versehen. Nun will ich aber zu den eigentlichen Schritten des 5S Data Modells kommen und der erste Schritt ist Sort. Hier möchte man Zeit gewinnen, indem man einfach weniger Dateien zu durchsuchen hat und auch Datenspeicher gewinnen. Wie schafft man das? Indem man einfach Dateien und Ordner, die man nicht mehr benötigt, löscht, beziehungsweise zumindest für die geplante Löschung markiert, beziehungsweise auch die Festplatte von temporären Dateien frei hält. Hierzu möchte ich 3 Methoden aufzeigen. Die erste ist wohl jedem bekannt. Man geht einfach auf die Ordner und Dateien und löscht diese. Dabei sollte man natürlich schauen, ob man die Dateien, die dort vorhanden sind, noch später braucht oder nicht. Sollte es gerade nicht möglich sein, die Dateien oder Ordner zu löschen, dann sollte man diese aber für den späteren Löschvorgang zumindest markieren. Einige Systeme erlauben es, Markierungen oder anders gesagt Tags an die Dateien zu heften und damit man diese später identifizieren kann, ob sie gelöscht werden können. Eine dritte Möglichkeit ist gar die Unterbindung von temporären Dateien, die man später nicht mehr braucht. In der Informatik ist es üblich, hierzu Ignore-Files zu verwenden, wie zum Beispiel gitignore oder svnignore. Diese fangen mit einem Punkt an und sind deshalb oft unsichtbar. Und hier in dieser Textdatei beschreibt man Ordner oder Dateien, die nicht mit auf den Server gespeichert werden sollen. Das heißt, die nur auf dem lokalen Arbeitsplatz existieren. Der zweite und wohl größte Schritt ist Set in Order. Das Ziel ist hier, ein System aufzubauen, welches die Arbeitsvorgänge widerspiegelt und diese damit vereinfacht. Wie schafft man das? Man sollte sinnvolle Ordnerstrukturen schaffen und die Ordnerdateien sollten auch sinnvollen Namenskonventionen entsprechen. Die Strukturen sollten dokumentiert werden und auch Ausnahmen aufgefasst werden, die eventuell nicht so in diese Strukturen reinpassen. Hier möchte ich nun zuerst ein negatives und ein positives Beispiel zeigen. Auf der linken Seite sieht man ein negatives Beispiel. Hier hat man zwar angefangen, zumindest die Ordner zu nummerieren, aber entweder es wurden Großbuchstaben verwendet, mal Kleinbuchstaben, mal Leerzeichen oder Bindestriche oder Unterstriche. Mal sieht man Ordner, wo man nicht weiß, was in diesen beinhaltet sein soll oder die eigentlich eher tiefer in der Struktur sein sollten. Auf der rechten Seite sieht man ein eher gutes Beispiel. Hier hat man nur insgesamt 4 Oberordner, einen für Management, einer für die eigentliche Studie, einer für Papiere zur Studie und eine für Veröffentlichungen wie Präsentation, Poster oder ähnliches. Und die Unterordner sind alle nochmal nummeriert, um eine feste Reihenfolge zu bewahren. Doch was kann man hieraus lernen? Ich möchte allgemeine Regeln zu den Ordnerstrukturen nennen. Zum einen sollten sich die Strukturen an den Inhalten orientieren, das heißt an den Dateitypen selber und an den Arbeitsvorgängen. Die Namen selber sollten möglichst kurz und nachvollziehbar gewählt sein, zu diesem Punkt komme ich später noch einmal.
Weiterhin kann man Pi mal Daumen sagen, dass es nur maximal 7 Ordner in der Breite geben sollte, damit diese überschaubar bleiben. Und es sollte nicht mehr als 3 Ordner in die Tiefe geben, damit man hier nicht zu sehr reinklicken muss, um an eine spezifische Datei zu kommen. Natürlich sind diese Regeln nicht immer einhaltbar, aber es ist doch gut, wenn man sich grob an diese halten kann. Doch welche Probleme können bei den Namen der Dateien passieren? Hier möchte ich ein paar negative Beispiele aufzeigen. Zum Beispiel ist der Name der Datei sehr generisch, wie foto.jpg, womit man nicht erkennen kann, um was es sich eigentlich bei diesem Foto handelt, wenn man es nicht öffnet. Oder es werden Sonderzeichen verwendet, die noch schlecht zu interpretieren sind, oder Zeitstempel, die nicht nach einem Schema durchgängig verwendet werden. Hier hat man sowohl als menschlicher Leser das Problem, dass man eben nicht erkennen kann, wenn man die Datei nicht selber öffnet, um was es sich bei diesen Dateien handelt. Aber auch Softwareanwendungen haben Probleme, entweder diese Dateien zu öffnen, wie wenn es sich um Sonderzeichen handelt, oder mit einem Zeitstempel umzugehen, der nicht durchgängig angewandt wird. Deswegen möchte ich hier ein paar technische und inhaltliche Lösungen vorstellen. Aus technischer Sicht sollte man keine Sonderzeichen verwenden. Man kennt es wahrscheinlich an dem berühmten Beispiel mit dem Stern, weil dieser in vielen Programmiersprachen als Wildcard gilt und damit gerade bei Befehlen zu vielen Störungen führen kann. Aber auch Leerzeichen sollten vermieden werden, da diese oft als Trennung von Variablen gelten und diese eher mit Unterstrichen oder Bindestrichen ersetzen. Ähnlich zu den Sonderzeichen sollten auch keine Umlaute oder andere spezifische Zeichen für Sprachen verwendet werden, da diese je nach Zeichensatz oder auch Protokoll anders interpretiert werden können. Man sollte dann zum Beispiel ein Ü mit ein UE austauschen. Ebenfalls kann es sehr hilfreich sein, keine Großbuchstaben zu verwenden, also sich auf nur Kleinbuchstaben zu einigen, weil diese dann auch einfacher von Datenbanken oder Systemen eingelesen werden können, wenn man hier keine Großbuchstaben zu erwarten hat. Eine letzte Regel, die oft vergessen wird, ist die Verwendung von weniger als 256 Zeichen für den Dateinamen, weil hier auch schon der Pfadname mit eingeschlossen ist. Man kann sich vorstellen, wie bereits vor uns erwähnt, wenn der Pfadname sehr lang ist, weil er aus vielen Ordnern besteht, so können hier schon ca. 50 bis 100 Zeichen allein wegfallen. Dann bleiben noch ca. 100 bis 150 Zeichen allein für die Datei übrig und hat man nun auch noch einen langen Titel im Dateinamen stehen, so kann es passieren, dass das System diesen einfach abtrennt, denn alle gängigen Systeme wie Mac, Windows oder Linux haben diese Grenze von Zeichen und wenn diese Grenze überschritten ist, dann wird der Dateiname einfach abgeschnitten. Und dies kann natürlich zu Problemen führen, wenn man zum Beispiel von einem Bibliothekssystem versucht auf diese zuzugreifen. Ein anderer Punkt sind die inhaltlichen Angaben in einem Dateinamen. Hier sollten Metadaten verwendet werden, wie zum Beispiel der Zeitstempel. Und diese Zeitangabe kann zum Beispiel die Erstellung des Dokuments selber sein oder wann es zum letzten Mal verändert wurde. Weitere Angaben sind zum Beispiel die Autoren oder Organisation oder die Kategorie, wobei hier die Kategorie zum Beispiel sein kann, ob es sich um ein Poster handelt, eine Tabelle oder um irgendeine Art Veröffentlichung. Es kann auch der Titel eingebunden werden, aber hier am besten in einer kurzen Form. Aber auch ist es möglich, die Version einzubinden. Hier sollte man aber aufpassen, wenn es sich um eine numerische Angabe handelt, dass diese bereits mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnt, damit diese gut hochgezählt werden kann. Und auch Wörter wie zum Beispiel Submission oder Final können verwendet werden, aber hier sehr sparsam umgehen und diese am besten erst am Ende des Projekts vergeben. Hier nun zwei Beispiele für die Verwendung dieser Konvention. Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um eine Tabelle im CSV-Format. VFU steht dabei für virtuelle Forschungsumgebung. Es handelt sich um eine Übersicht und es ist die vierte Version, das heißt, es wurde schon viermal die Tabelle erweitert. Bei dem zweiten Dokument handelt es sich um eine Veröffentlichung. Hier mit dem Zeitstempel, dass man erkennen kann, dass es sich um den 4. November 2020 handelt. Dieses Dokument wurde von unserem Netzwerk veröffentlicht, TKFDM. Und es handelt sich um ein Factsheet mit dem Titel Open Source Software. Nun kommen wir zum dritten Schritt, Shine. Hier ist das Ziel, die Qualität, die man über die ersten zwei Schritte erstellt hat, zu erhalten und diese gegebenenfalls anzupassen. Weiterhin soll auch dieser Schritt dokumentiert und verständlich gehalten werden. Zur Umsetzung sollte man regelmäßige Routinen durchführen und schauen, ob alle Vorgänge eingehalten wurden. Hierzu muss ich wohl nicht sehr viel erzählen. Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich einen Kalender in physikalischer oder digitaler Form und hier kann man sich selber aussuchen, ob man zum Beispiel an einem Wochentag wie Freitagnachmittag schauen will, ob alle Sachen eingehalten wurden oder man kann sich dazu auch eine Woche raussuchen.
Bei diesem Termin sollte man schauen, ob kein Datenmüll mehr auf den Desktop liegt, ob alle Dateien richtig zugeordnet wurden und diesen auch den richtigen Namenskonventionen entsprechen, beziehungsweise falls es sich um größere Aufgaben handelt, diese zumindest als To-Dos zu markieren, damit man weiß, dass man sich später um diese kümmern sollte. Der vierte Schritt ist Standardize. Hier sollen nun die Prozesse und Termine, die man über die ersten drei Schritte erstellt hat, etabliert werden und auch die Zusammenarbeit mit Kollegen ermöglichen. Dazu sollte man die Best Practices, die man erkannt hat, zu Leitlinien oder Regeln dokumentieren. Und dabei lohnt es sich zum Beispiel, ein Standard Operating Procedure Dokument anzulegen, kurz SOP, bei dem man mit Kollegen die Organisation diskutieren und die Verantwortlichkeiten klären kann. Auf dieses Dokument möchte ich nun noch einmal genauer eingehen. Was kann denn in so einem SOP denn stehen? Hier kann zum Beispiel drinstehen, was die Struktur der Ordner ist und die Namenskonvention der Ordner und Dateien. Weiterhin, was die erlaubten Formate sind und wann man bestimmte Dateien in welche Ordner ablegen darf, beziehungsweise was die Beschaffungsmaßnahmen sind, um hier neue Dateien abzulegen. Weiterhin ist auch wichtig, welche Rechten und Pflichten vorliegen für die Nutzung dieser Dateien und wann man sie erweitern darf. Und auch ganz wichtig, welche internationalen bzw. disziplinspezifischen Standards angewendet werden sollten, damit man auch auf internationalem Level mit anderen Forscherinnen arbeiten kann. Gerade bei dem letzten Punkt wird wahrscheinlich vielen die Frage aufkommen, es gibt ja sehr viele Standards, an welche soll ich mich denn hier halten? Und das stimmt, das ist ein allgemeines Problem derzeit, denn es gibt sehr viele Organisationen, die Standards festlegen, wie zum Beispiel NIST, die sich um Sicherheitsprotokolle kümmern, ISO, die bekannt sind für Ortsangaben oder Zeitangaben, Schema.org, die sich für die Schemata von Metaangaben im Internet kümmern, oder auch W3C, die zum Beispiel Protokolle festlegen wie HTTP oder FTP. Und so gibt es auch andere Organisationen, wie zum Beispiel das lokale Rechenzentrum oder die lokale Bibliothek, die bestimmte Metadaten vorgeben, doch an welche soll man sich nun halten? Und deswegen hat die DFG vor einigen Jahren das Thema NFDI erschaffen, was heißt nationale Forschungsdateninfrastrukturen. Hier bilden sich für die einzelnen Fachgebiete Konsortien, die festlegen sollen, welche Standards befolgt werden sollen. Wenn Sie also eine Forscherin oder ein Forscher sind und nicht wissen, welcher Standard für Sie der richtige ist, dann können Sie sich an das Konsortium wenden, welches Ihrem Fachbereich entspricht. Der letzte Schritt ist Sustain. Hier will man mit Selbstdisziplin das entwickelte System erhalten, sodass es praktisch zur Gewohnheit wird. Wie schafft man das? Hierzu sollte man Workshops und Übungseinheiten durchführen, bei denen auch neue Mitarbeiterinnen eingewiesen werden. Weiterhin sollte aber auch auf neue Technologien und Methoden eingegangen werden. Auf den Workshop-Gedanken möchte ich nochmal speziell eingehen. Workshops sollten, wenn möglich, je nach Größe des Instituts, also der Arbeitsgruppe, zum Beispiel alle 6 Monate oder alle 12 Monate durchgeführt werden. Und dabei auf die Organisation und Dokumentation eingegangen werden. Dabei sollten auch Werkzeuge erklärt werden, zum Beispiel Konsolenbefehle, die man auf Servern anwendet, oder GitLab für die Organisation von Source-Code-Projekten, LaTeX, welche Templates man verwenden sollte für Textdokumente, oder auch zum Beispiel eLab for the Win, wenn es um elektronische Laborbücher geht. Wie Sie wohl wissen, ändert sich aber auch Technologie grundlegend alle ca. 5 Jahre. Deswegen sollte man auch immer evaluieren und auch offen für Feedback sein, ob es nicht neue Methoden oder Technologien gibt, die es sich lohnt, neu in das Projekt oder in die Arbeitsgruppe zu integrieren. Nochmal zu dem Punkt Dokumentation möchte ich nun 3 Mittel vorstellen, wie man eine Dokumentation anlegen kann. Eine Möglichkeit, die aus dem Informatikbereich kommt, ist das einfache Verwenden von README-Dateien. Dies sind im Grunde Textdateien mit nur wenig Formatierungsmöglichkeiten, wo man aber einfach beschreiben kann, wie bestimmte Strukturen angelegt sind und wie man bestimmte Befehle durchführen kann. Eine andere Möglichkeit, um besonders verschiedenartige Medien zu präsentieren, wären die Wikimedia-Tools. Diese sind grundsätzlich Open Source und bieten die Möglichkeit, nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Videos oder Karten darzustellen. Eine dritte Möglichkeit ist die Verwendung von PDF-Dateien. Diese kann man ebenfalls verwenden, um Strukturen deutlich zu machen, indem man zum Beispiel in einer Word-Datei Texte und Screenshots einbindet, diese dann in eine PDF umwandelt. Natürlich ist es einfach, diese dann auch per E-Mail auszutauschen. Trotzdem ist es ratsam, lieber zentrale Mittel zu verwenden, wie eben README-Dateien oder Wikimedia-Seiten,
weil diese dann auch besser verwaltet werden können. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen. Ich hoffe, das FiveS Data Modell hilft Ihnen, Ihre Dateien und Ordner zu strukturieren und die Organisation dauerhaft aufrechtzuerhalten.